Ich habe euch gesagt, dass wir heute besonders gedenken an den Titel des heiligen Josef, Bräutigam Mariens. Dementsprechend haben wir auch ein Bild hier für die YouTube-Leute, die immer zu kritisieren haben, sei gesagt, nicht zur Anbetung. Der, wo das uns vorwirft, der weiß überhaupt nichts und versteht überhaupt nichts, aber meistens diskutieren die im YouTube drin. Es ist für uns ein Meditationsbild. Wir Menschen sind ja so kopflastig, dass wir etwas manchmal vor den Augen brauchen. Also ich nicht, aber dass wir etwas haben und das kann helfen. Wenn man es natürlich nicht da drin hat, dann muss man es vor den Augen haben. Das ist genau wie mit dem Kreuz. Wir wollen wissen, das Kreuz sagt uns, das habe ich für dich getan. Was tust du für mich? Du hast vielleicht auch zu Hause Fotos. Gib mir mal dein iPhone, das Mobile. Ich möchte schauen, was für Fotos du da drauf hast. Sehr wahrscheinlich sehr voll. Und ich darf nicht. Warum wird immer sofort reklamiert, wenn man es ja noch nicht kennt? Es wird immer reklamiert, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht in Ordnung, weil sie einfach nichts verstehen, wie wir das sehen. Ich werde zum Beispiel kritisiert, ich würde nur von Jesus reden und von Gott Vater gar nichts. Ich habe an die 700 Predigten. Ich habe noch etwas. Ich habe einen Werdegang im YouTube drin. Viele sagen, soll man endlich zu der Kirche raus? Also sind sie gar nicht orientiert über mich. Ich bin nicht in dieser Kirche. Es ist schon manchmal furchtbar erschwerend. Gott Vater, also ich würde von ihm nichts reden. Warum sagt denn an Orten, wo gar nicht meine Priester einen Exorzismus leiten? Warum sagt denn der Böse dann, wenn sie fragen, ob ich echt sei, sagt er, dieser graue Dreifaltigkeitsesel? Also was ist Dreifaltigkeit? Das ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Habe ich nicht vor Jahren das Gottvaterfest eingeführt, und zwar wie Ostern und Pfingsten, 2 Tage? Feierlich. Also wieder nicht zuerst überprüft. Man liest vielleicht eine Predigt, vielleicht noch zwei, dann urteilt man schon.